Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Marco. Und ich bin der Niklas. Und das ist das bisher größte Star Trek-Set, das wir entwickelt haben. Oh ja. Ein Danube wird es ausgesprochen, ne? Danube-Class Runabout. Jawohl, aus... Also die Donau-Klasse. Die Donau-Klasse, ja. Es ist quasi eine Donauwelle. Danube ist Englisch für Donau. Die Donau-Klasse aus primär Deep Space Nine. Ja, genau. Aber du hast mir verraten, dass es nicht nur bei Deep Space Nine vorkommt. Nein, es gibt auch eine TNG-Folge, wo man eins von diesen Shuttles sieht. Also nicht das hier, weil das ist ein ganz bestimmtes. Aha. Aber man sieht halt eins, was auch, soweit ich weiß, gar keinen Namen hat. Also, keine das heißt, Ahnung, welches führt die Enterprise so eins mit? Mehrere. Denn... drei von denen sind damals von der Enterprise nach Deep Space Nine gebracht worden. Unter anderem das hier. Unter anderem das. Und das ist welches? Von der Nummer her? Ist das die Rio Grande? Richtig. Ah. Steht auch hier. Ah, das steht auch da. Ja, stimmt. Das steht da auch. USS Rio Grande. Ja. Ich habe auch gelernt, dass das technisch gesehen eigentlich gar kein Shuttle ist, sondern die kleinste Föderationsklasse, die tatsächlich als Starship bezeichnet wird. Genau. Aber ist trotzdem Huckepack gefahren mit der... Galaxy Class, der Enterprise. Ja, man hat die halt bei den größeren Schiffen, sind die halt als Langstreckenschiff nochmal zusätzlich dabei. Ein Riesending und es ist im Minifigurenmaßstab. Aber was ist das? Weil das hat es ja nicht immer. Ehrlich gesagt, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Weil, also wir haben geguckt, es gibt unterschiedliche Sachen. Also das ist wohl ein Aufsatz, den man wechseln kann, je nachdem, was man mit dem Shuttle machen will. Vielleicht kann man da auch noch mal zusätzliche Torpedorampen oder sowas machen. Sensorphalanx oder genau irgendwas. Diese Version macht, keine Ahnung. Ich habe gelesen, in meinem technischen Handbuch zu Deep Space Nine, dass es ein sehr modulares Raumschiff ist. Mhm. Man kann hier also mehrere Module rausnehmen, das kann das Modell jetzt nicht. Nein. Man kann es unterschiedlich bestücken, genau. Werden im Innenleben gleich noch sehen. Und das hier kann auch, das ist modular, das kann auch entfernt werden. Das kann entfernt werden, ja. Wie hast du versucht? Es kann entfernt werden, du hast recht. Ja. Das heißt, hier drüber kommt es hier drauf, genau. und diese Teile passen genau hier rein so. Ja. Okay, also man kann es mit und ohne diesen cool aussehenden Aufsatz, von dem wir nicht herausfinden konnten, tatsächlich, was es macht. Aber es gehört dazu, liegt dem Set bei. Genau. Jawohl. Gehört dazu. Jo, wir haben ja einige Sticker drauf, die Prints werden. Genau, die meisten Sachen, die ihr hier wieder seht, werden Prints. Das, was jetzt hier auch nicht beklebt ist, quasi, das ist nämlich hier so, dafür wird es einen Sticker geben. Okay. Weil das sind, wie man ja auch schon sieht, das ist hier dieses Fenster, was auf ganz der Seite gelegt ist. Genau, das sind sehr viele Teile. Da rüber zu drucken, wäre ein großes Problem gewesen. Das heißt, sehr aufwendig da kann man einen Sticker draufkleben, wenn man das möchte, sonst lässt man ihn weg und hat dann trotzdem hier und hier diese Streifen. Ja. Und diese Rio Grande-Schriftzug, das ist alles dann wahrscheinlich wieder ein... Das wird alles geprintet. Das wird gedruckt, soweit jawohl. Wir okay. Ja, schick. Ist von außen schon schön, ne? Ja. Und das hier wird Cockpit, also wird wahrscheinlich irgendwie Transblack oder so, was vermutlich. Ich meine Transblack. Ja. Wir können ja einfach mal das erste Produktbild einblenden. Nein, wir haben hiervon noch kein Produktionsmuster, nicht wie bei der Phaser Rifle. Leider also nicht. Der bleibt erstmal noch so herrlich bunt. Mhm. Gibt's aber bald. Okay, Minifigur-Maßstab nehme ich dem Set jetzt von der Größe her schon ab. Aber ist da auch was drin? Natürlich. Also, Minifiguren-Maßstab bedeutet natürlich, man kann reingucken. Ne? Wie ihr sehen könnt, ziemlich großes, massives Dach. Und, ich muss kurz nerden, da oben drin ist der Warpkern. Das sieht man nämlich in meinem technischen Handbuch auch. Der Warpkern ist hier oben verbaut. Ja, die läuft dann hier runter, diese Leitung, in die Energieleitung zu den Warp-Gondeln. Das sieht man in so einem Schaubild. Der Warp-Kern ist hier oben drüber. Deswegen ist der komplette Innenraum des Schiffs halt Platz für andere Dinge. Das hier oben, das ist der Warp-Kern. Hier, dieser Bereich da oben ist der Warp-Kern. Das wusste ich auch nicht. Ja, siehst du. Ich lerne auch noch. Ich musste mein Handbuch ausleihen. Okay, hier ist schon offen. Geht da vorne auch was? Das kann man natürlich auch abnehmen, ja. Wir wollen das Cockpit sehen. Ne? Wir wollen das Cockpit sehen. Und da geht, also
Wir müssen, ich muss das mal zeigen, das ist genial. Da kommt natürlich auch im Innenraum Prinz hin. So, ja. Weil ihr seht das hier, da sind diese geilen Konsolen, dieses ja. LK-System, wie es ja heißt. Ja. Ah, das wird alles geprintet. Und wir haben hier, wir haben also genau, wir haben hier Toiletten, das, wir haben das Cockpit mit den quasi vier Sitzen, wie es auch im echten Sitz ist. Natürlich ein bisschen kleiner als jetzt das Set. Wir bauen es aus Noppenstein. Also ja, ja, klar. Hundertprozentig kriegen wir es dann auch nicht hin, sonst wird das Ding noch größer. Dann haben wir den Transporter, genau, Toiletten. Hier sind dann die Schlafräume irgendwo. Ja, die Betten. Genau hier. Und hier hinten ist so ein Aufenthaltsraum. Und ich glaube ja immer noch, dass Picard vorher mit dem Ding geflogen ist, auch wenn es die Rio Grande ist, weil da steht ein Teekanne und eine Teetasse. Und ich meine auch, die einzige Aufnahme dieses Aufenthaltsraums ist nicht aus, dass da Leute am Tisch sitzen, ist nicht aus Deep Space Nine, sondern aus einer TNG-Folge. Genau, da sitzen sie nämlich da hinten drin und trinken Tee. Was sie halt bei TNG immer so tun, zumindest Picard. Genial. Es geht noch was, ich glaube, das gehört nicht zum eigentlichen Raumschiff, aber hier wurde irgendwie um eine halbe Noppe versetzt, ne? von vorne nach hinten. Genau. Und das wurde über Pins gelöst. Das heißt, ihr könnt das, man kann das nehmen. Ihr könnt spielen, dass das macht aber, glaube ich, im Original nicht. Nein. Also man kann es theoretisch, sagen wir, man kann es abspringen, auch wenn es im Original nicht geht. Ja, die... Sagen wir mal, das Dominion kann es abspringen, wenn es an der Stelle hart genug trifft. Aber die halten schon ordentlich was aus. Es gab aber auch einen ganz guten Verschleiß an Runabouts, habe ich gelesen. Ja. Aber wir müssen ja noch ein bisschen Nerdwissen für das Produktvideo machen wir übrig aber behalten. Eine Sache zumindest müssen wir mal zeigen, weil das finde ich nämlich sehr cool. Das ist ja von unserem Adrian, der die großen Sachen designt. Und wenn man jetzt hier reinguckt, hat er da sogar auch so ein bisschen noch ja so Engineering. Das hier dann auch. Da ist noch was drin. Da ist noch was drin. Hätte jetzt nicht gemusst, nö, aber ist geil. Genau, aber es ist halt drin. Ist halt drin, super. Ja, sonst wäre der Platz halt verschwindet gewesen. Ne? Also wäre halt einfach leer gewesen. Wäre dann ein paar weniger Teile gewesen, aber ich meine, wer macht das schon, möglichst wenig Teile? Ich wollte gerade sagen, macht keiner. Dann packen wir halt noch ein bisschen was rein. Genial. Ich bin, ja, ach, genau, vorne, diese ganzen... Oh, diese ganzen Konsolen. Ja, die ganzen Konsolen da drin und so, das ist schon... Es fehlt noch der, wie hieß der junge Ferengi, der dann der Sternflotte beitritt und auch da mal fliegt mit dem Sohn von Cisco, glaube ich, zusammen. Nog. Ich glaube Nog. Ja. Die werden dann auch beschossen. Das Dominion nimmt die häufig ins Visier. Diese, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die Hälfte davon ist auf dem Planeten abgestürzt und der Rest ist, ja. Sie heißen ja auch alle nach Flüssen. Also wir haben, das ist die Danube-Klasse, also die Donau-Klasse. Ja, genau. Und die ersten Schiffe, die die Enterprise mitbrachte, waren, hast du das schon erwähnt? Nein, das war hier die Rio Grande, die Yangtze Kiang und die Ganges. Und die Ganges, genau. Ich glaube, die Mekong gab es noch und ja, so. Also verschiedene Flüsse der Erde. Und die Rio Grande schafft es auch durch alle Staffeln durch. Genau, das einzige Schiff von diesen Shuttle, das überlebt. Ja. So. Und ich meine, ihr werdet es schon so halb im Bild gesehen haben. Natürlich passen sie nicht im Maßstab, aber thematisch perfekt zueinander. Shuttle-Rampen sind, das habe ich gesehen, die sind so hier. Sechs Rampen. Ach da. Es gibt sechs Rampen und die sind, ich habe eine Szene gesehen, wo das so hochfährt. Genau. Die sind wohl hier. Die sind also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das müssten sie sein. Ich habe nämlich eine Szene gesehen, da fährt das so und es wird von hier aus gefilmt und du siehst diesen Pylon im Hintergrund, das muss in diesem Ring sein. Okay. Und ich habe auch in meinem technischen Handbuch gelesen, dass diese sechs Rampen wurden eingebaut, als die drei Runabouts geliefert wurden. Mhm. Und dann wurden Habitate, weil es ja eigentlich der Habitatring ist, direkt in unmittelbarer Nähe in Lagerräume umgewandelt. Und ab zwei Ebenen Unterschied wurde das dann halt quasi mit Schalldämmung und so, mit reaktiver Schalldämmung versehen, damit die Leute, die da wohnen, nicht wahnsinnig werden, wenn da diese Shuttles starten. Ach so, okay. Da wurde also die Station tatsächlich für ein bisschen umgebaut. Also das ist so,
Das hat zumindest das Handbuch bedeutet, behauptet. Irgendwer hat dieses Handbuch geschrieben, aber es ist ja offiziell lizenziert. Von daher wird irgendwer gesagt haben, jo, das passt so. Wenn man überlegt, dass dieses Ding da halt mal so drauf landet, ne, auf diesem, das wäre vielleicht im Vergleich jetzt, also bei dem Set irgendwie eine Noppe. Ja, also wir haben hier 23 Meter, 23,1 Meter Länge. Und ich glaube 14 Meter breit oder so. Wir haben hier einen Durchmesser von 1452. Das heißt, wir haben hier 60 cm Durchmesser ungefähr, 1451 Meter. Bis zum Produktvideo rechnen wir das mal aus, wie lange, ob das eine oder zwei Noppen wären. Hier, also, ja. Mal gucken. Aber es ist ein geiles Set. Ja, und damit haben wir euch jetzt auch alle Modelle der zweiten Welle gezeigt. Und jo. Ich habe schon so ein bisschen was von der dritten Welle gesehen, aber da können wir dann... dritte Welle. Es gibt eine dritte Welle, was? Weiß ich nichts von. Ja. Es ist ein Minifigurenmodell, ähnlich wie die anderen Shuttles, wie das Type Class F Shuttle aus der alten Generation, der ersten Generation. Genau, und das Typ 6 Shuttle aus der Next Generation. Ja. Es ist aber auch ein Displaymodell, natürlich. Ich meine, klar. Also rein von der Größe, von der vom Detailgrad, von der Teilezahl passt es genauso in die Riege unserer Displaymodelle. Also auch das, ihr könnt es hochnehmen und theoretisch damit durch den Raum fliegen. Aber ich kann aus Erfahrung sagen, es wird schwerer. Ja, es ist, es hat ein ordentliches Gewicht. Genau. Stimmt. Ja, dann war es das doch für heute aus dem Noppenstein-Studio. Ja, denn Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es noch mehr. Viel Spaß beim Bauen. So Ciao. Ist es. Tschüss. Muss genial. Also da bin ich auch sehr gespannt auf das Produktionsmuster, auf die ganzen Prints, auf die Konsolen und wie das hier so aussieht. Ja, muss ich doch haben. Und vielleicht weiß ja jemand von den Zuschauern, der noch nerdiger ist als wir, was das hier macht. Das wäre geil. Schreibt es in die Kommentare. Vielleicht erfahren wir es ja.